24-7. Was machen wir? Reacten wir auf irgendwas oder gehen wir erstmal auf Bloody ein bisschen unterwegs? Bruder, was denn jetzt begehrt? Ich bin Gast nur. Ich bin sogar froh, dass ich neben dir gerade sitze. Bahiat, Amja, hau mal einen raus, Cousin. Was soll ich raushauen, Bruder? Bahiat, hau mal einen raus, Cousin. Hau mal einen raus, warte mal. Wir machen einen Dings, no? Soll ich das einfach mal live für dich raushauen, was ich zuletzt gemacht habe? Ja, aber wir brauchen Dings. Wir brauchen Saz Instrumental. Nein. Gib da, wir brauchen Saz Instrumental, Cousin. Du musst, das geht doch danach gar nicht, Bruder. Du musst Freestyle, Cousin. Boah, das ist doch kein Rap, Frosty Freestyle. Nathalie QY. Dankeschön dafür, Cousine. Darf ich das eingeben? Sitzen hier bei mir. Ich schreibe schon. Karaoke? Ja, du musst richtige Karaoke singen. Drück das erste drauf und dann weißt du genau, wo ich mein Lied her habe, das letzte. Ich einmal von hier runtergeladen. Sagt dir das was? Ja! Dağlara mı yazdın? Sulara mı yazdın? Warte. Rüzgara mı yazdın? Warte. Singst du gerade? Natürlich. Nein! Warte. Ja, wenn ich diese Tonlage suche, Bruder, ich muss meinen Bauchmuskel anspannen. Ich schwöre dir, woher kommst du auf? Geh weiter zurück. Jetzt. Warte. Bruder, wie soll man nochmal singen? Warte, Cousin, warte für den Film, Cousin, okay. Bruder. Aber mach so an wie eben gerade diese. Wie du es gerade so genommen hast. Ich bin nervös, ich habe diese Zigarette gefickt. So ein bisschen rauchig. Zieh ein paar Mal. Nein. Also, Mama kommt. Nein. Zieh ein paar Mal, Cousin. Du brauchst dieses rauchige. Nein. Du hast das andere Lied in deinem Kopf, diese rauchige, gell? Ja. Okay, das mach ich für dich auch noch. Hako TV HD, dankeschön dafür, Cousin. Ich küsse dann auch mal, Bruder. Dankeschön. Hako ist dein Freund von dir. Das ist mein Bruder. Ey, Hako, Bruder, dankeschön dafür, Cousin. Ich küsse deine Augen, Wallah. Gib Kuss, machen nicht Schluss, dein jüngerer Bruder, ja? Das ist der kleinste von uns. Habibi Hako, Hako steht für Hakan? Yes. Habibi Hako, Wallah. Habibi Hako, Wallah. Warte, Bruder, jetzt. Dagla Miyazde, Cousin, du weißt doch. Was, wie sagt man nochmal? Aber weißt du, was ich meine? Wallah, du hast gut ausgesprochen. Dagla Miyazde. Bruder, brutal. Wallah. Wallah? Das heißt Dagla Miyazde, aber du hast... Wallah. Licht aus, Kamera aus, Cousin. Ja, eine kleine Olive von da, du weißt, Cousin, du weißt. Stark. Küss dein Herz, Bruder. Geil. Ja, sorry. Amja in Session, ey. Hey. Nein, Bruder, reicht doch hier. Warte doch mal, Bruder. Bruder, wo wir diese Melodie gemacht haben, ich bin gestorben dort. Und der hinter mir ist einer der krassen Musiker, Bruder, in Deutschland. Für mich, Gian Öz. Der hat auch schon für Echo und so Sachen gemacht. Ah. Ich schwör's, ich zeig's dir auch gleich, das Video von Echo. İkimiz de unutalım, başka başka yar bulalım. İkimiz de unutalım, başka başka yar bulalım. Ha, Bruder, aber findest du einen Mann, der Gefühle zeigt, Bruder? Auf gar keinen Fall, Bruder, auf gar keinen Fall. Findest du nicht, ein Mann sollte Gefühle zeigen, hin und wieder? Auf jeden Fall, Bruder, auf jeden Fall. Also, ich würde mich niemals schämen, wenn mich einer sieht, dass ich am Weinen bin, Bruder, oder sonst was, weil das ist das Normalste. Bruder, eine Männlichkeit tust du nicht mit Tränen, Bruder. Würdest du weinen, wenn ich die Fliege jetzt töte? Nein, das nicht, Bruder, weil der fuckt mich selber. Der fuckt mich selber, Bruder. Was Ding ist, ich hab kein Nix hier, Bruder. Ich hab keine Stäbchen da. Normalerweise fange ich die mit Stäbchen. Ey, ich flieg doch jetzt. Solche, so diese Dings mit der Türkei gibt es, diese Fliegendings. Nein, Wallah, weißt du, was du mitbringen kannst, Bruder? Kennst du sie? Ja. Du hast den kaputt. Weißt du, was du mitbringen kannst? Was willst du? Eine Ustra, Bruder. Na, sehr gerne. Aber nicht diese Plastikscheiße. Nein, richtige. So richtig aus Holz, Bruder. Richtige. Wo man mit Dings, mit Schaumdings und so? Nein. Ja, okay, ja doch.
Ja, gell? Okay? Entschuldige, so ein Set, Bruder. Ja. Okay, tamam. Ja. Aber nicht nur nichts zu sagen. Ich geb dir auch Geld, Bruder. Mach, was? Nicht, nah. Mach nicht diese... Mach jetzt nicht vor deinem Chat, das wird Geld. Und so, Bruder. Ey, der Amja hat mir eine coole Jacke mitgebracht. Die ja, Bruder, warte mal. Ich will, die Jacke ist von... Ich zeig dir nur kurz, was, die, was der... Omago? Heißt die so? Omago, ja, genau. Omago. Die Jacke ist von Omago. Das sind Freunde von... Von mir, das sind auch Jungs, die auch... Das sind auf jeden Fall Macher. Das sind auf jeden Fall Macher. Und die Jungs haben mir etwas mitgeschickt. Und der Amja ist heute zu Besuch bei mir. Der Amja ist aber später wieder weg. Der guckt sich den Derby an in Istanbul. Fenerbahce gegen Galatasaray, korrekt? Korrekt, Bruder. Es ist aber Sonntagabend. Und ja, ich bin dort. Ich habe ja gute Kontakte mit dir. Ja, auf jeden Fall ist auf jeden Fall eine coole Jacke. Wer Bock hat, kann die einfach bestellen. Das war meine Werbung so von Seite, Kusik. Aber was sagst du zu der Sache, was er geschrieben hat mit diesem, was er gesagt hat mit Verlosen, mit Verlosen ja. Und so? Ja, ja. Kleiner und Blick. Wer den besten Satz schreibt. Wo ist das? Ist das die Nachricht? Genau, ja, wo lest du das kurz durch? So, mein Bruder, vielen Dank nochmal. Wäre krass, aber natürlich kein Muss. Gazi 47 ist der Beste. Ihr könnt ein Tracksuit. Ein Tracksuit verlosen. Auch wenn ich weiß, dass Gazi das am besten stehen würde, an die Person, die am besten begründet, warum sie den Tracksuit bekommen sollte. Der Beste gewinnt ein Tracksuit, außer es ist Gazi. Wir haben euch noch eine Kappe reingelegt, die eigentlich für Gazi ist, aber wenn er Bock hat, kann er die gerne verlosen oder auch verschenken. Ich kenne keinen, der so, so schnell umstellen kann. Viele, viele liebe Grüße an Gazi47 und die Kusi Gang. Nur Liebe für euch. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr seid gesund und bleibt wohl auf. PS, ich bin ein Riesenfan von Gazi und könnt ihr mir vielleicht ein Grußvideo machen? Ja, kein Problem, Bruder. Guck mal, Skiloton. Wann kommen wieder geile Stories? Ey, wann kommen wieder geile Stories, Mann? Was für Stories? Keine Ahnung, Bruder. Als wäre ich so Geschichten erzählen. Ach. Wallah. Gazi, magst du Ibrahim Tatlises? Ja, Bruder, was soll ich sagen? Ihr wisst, ich habe schon mal gesagt, Ibrahim Tatlises ist ein langjähriger Freund von mir. Ich habe ihn hier und da schon mal auf Tour besucht. Und wir waren auch ab und zu mal was essen. Ja, wie gesagt, ne, Freunde mag man halt, ja. Es ist halt mal schwierig. Freunde, die man sehr gerne hat, mit denen streitet man sich auch hin und wieder. Du weißt, das kannst du bestätigen. Aber alles gut, er hat sich gerade gemacht für die letzte Aktion, er hat sich entschuldigt und ich verzeihe. Ibo, Bruder, wenn du das siehst, ich küsse deine Augen. Der Sino ruft mich kurz, Martin. Was soll ich zu Aliens sagen? Also ich halte da nichts von. Ich halte da nichts von. So. Keine Ahnung. Ganz. Oh, scheiße. Ich bin in die Kamera gekommen. Ganz gleich, wie plausibel die Geschichte mir erzählt wird, so. Warum sind die noch nie gekommen, Bruder? Ich halte nichts von Aliens, ja. Ich weiß, dass es Zombies gibt. Also, ich kann es bestätigen, es gibt auf jeden Fall Zombies. Zombies gibt es zu 1 Million%. Ich sehe die jeden Abend in der Nähe vom Hauptbahnhof. Ich habe viel zu tun gehabt mit Zombies. Viele sind Zombies geworden aufgrund von einem Zehner, aufgrund von einem Fuffi, aufgrund von einem Zwanni. Die sind allgegenwärtig, die kann man nicht wegreden. Und ja, ne? Was zu machen? Dann nimmst du das einfach so hin. Zombies sind da. Ey, was geht bei euch? Wie geht's euch so, lo? Area 51. Bruder, verwechselst du den Stream mit Keanu seinen Stream, Bruder? Was habe ich denn mit Area 51 zu tun, Bruder? Ich kenne Playboy 51 und das war zu viel für mich. Die Hadza, der ursprünglichste auf der Erde lebende Volksstamm. Sie überleben, indem sie mit Pfeil und Bogen jagen, so wie es unsere Vorfahren vor tausenden von Jahren gemacht haben. Tief in der wilden Savanne, wo hinter jedem Busch Ungewissheit lauert, jagen sie Klippschliefer, Antilopen und Paviane. Ätfen, Abug, Ätfen.
Stamm der Hatzer lebt das Leben in seiner ursprünglichsten Form. Sie trinken trübes Wasser, essen Honig mit Larven und Fleisch, das mit Fäkalien vermischt ist. In den nächsten 3 Tagen werde ich ein Teil ihres Stammes werden, ihre Lebensweise kennenlernen. Der Stamm der Hatzer lebt seit über 50.000 Jahren in der Nähe des Eyasi-Sees im Norden Tansanias und kam erst vor rund 150 Jahren zum ersten Mal mit der modernen Welt in Kontakt. Sie sprechen Hatzan, eine eigene Sprache mit Klicklauten. Die Mitglieder brachten uns zu ihrem Häuptling. Mein Name ist Sakuro. 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 Ruhi. Ruhi. Wo sind die Jungs? Schauen wir nach. Sie sollten noch hier sein. Wie krass ist das bitte, ja? Wie krass ist das bitte? Was geht denn da ab, Bruder? Unglaublich, unglaublich, komplett weit entfernt davon, von dem aktuellen Leben, was wir führen. Unglaublich, dass es sowas noch gibt, Mann, dass es sowas noch auf Bild aufgenommen werden kann, Bruder. Hallo Mugesa. Wir sind die Hatzer, mein Freund. Willkommen bei uns im Hatzabeland. Kommt alle her. Dass sie Jäger sind, zeigt sich an dem Leder und den Pelzen, die sie tragen. Was ist das auf dem Kopf? Vom Pavian. Das ist die Haut des Pavians. Ich bin einfach zufällig auf dieses Video gestoßen, Bruder. Das ist wohl ein Stamm in Afrika, die noch genauso leben wie vor ein paar hundert Jahren. Klein war, habe ich immer die ganze Zeit geweint. Meine Mutter mochte das nicht, also gab sie mir diese Narben im Gesicht. Kommt Tränensalz in die offene Wunde, verspürt ein Babyschmerz. So lernt es nicht zu weinen. Jetzt. Ja, bei mir gab es Backpfeifen, Bruder. Bruder, genau das wollte ich gerade auch sagen. Der sagt so, niemals zu Striche. Der macht so Narben ins Gesicht, Bruder, damit die Träne reinfließt, damit das einfach schmerzen. Bei mir kamen Fäuste, Bruder. Und kennst du diese früher? Mein Vater hat so einen silbernen Ring angehabt. Ja. So mit Mercedes-Logo drauf. Also das war so ein originaler Silberring von Mercedes, Bruder. Ja. Und der war so ein richtiger Oschi, aber das war so ein richtig Style. Bruder, und ich habe immer, wenn ich diese Fäuste habe, bitte, Baba, schlag wenigstens mit der rechten Hand, aber der hat immer auf linke Hand gehabt. Bruder, weißt du, wie oft ich einfach diese Zeichen auf meinem Kopf hatte oder auf meinem Gesicht hatte, diese Mercedes-Zeichen, so einfach in Rot, kennst du das? Schreib doch mal Mercedes an. Sag, ich wäre gern Laufstegmodel für euch, ohne Klamotten. Bruder, wenn ich dir Geschichten erzähle von meiner Kindheit, boah. Ja, das machen wir nicht, Bruder. Nein, das machen nein, wir nicht, Bruder, weil sonst wenn, wir das, wenn wir das hier erzählen, Bruder, dann haben wir auf jeden Fall... Dann haben wir auf jeden Fall hier ein paar Probleme. Bin ich erwachsen und kein weinendes Baby mehr. Hier bauen und reparieren eine Gruppe junger Menschen ihre Ausrüstung für die nächste Jahr. Es ist eine Fähigkeit, die von Generation zu Generation weitergegeben wird. Meine Pfeile sind die besten. Weißt du, was er macht hier so? Wenn er reinbeißt in den Stock? Bruder, aber man merkt, dass er sehr viel reinbeißt. Ich feier und liebe sowas. Okay, aber wieso deswegen beißt, zieh ich was rein. Aber wieso beißt er da rein? Er beißt in den Stock, um den Stock auszubalancieren, damit er gerade fliegt und nicht seitlich. Ich mache sie selbst. Wenn wir auf der Jagd sind... Stopp, hat er diese Geräusche mit seinem Mund selber? Ja, das, die verständigen sich per Klicktöne, Bruder. Also zwischen den Worten sind ein paar Klicktöne. Krank. Ja. Das ist schon heftig gerade. Ja. Auf ein Tier stoßen. Das ist ein Pavianfell, Bruder, ne? Auf seinen Kopf, das ist Pavian. Verhalten wir uns je nach Tierart unterschiedlich. Einige Tiere haben einen guten Geruch und ein gutes Sehvermögen. Wir müssen dann still sein und uns verstecken. Wir bewegen uns langsam, bis wir nah genug sind. Dann schießen wir. Mein Freund, was ist hier passiert? Leopard. Ich wurde von... Leopard? Ja. Also hier in Essen wirst du höchstens mal angegriffen von einem Hund. Weißt du?
Vom Chihuahua. Von dem Chihuahua oder so. Dann verpasst er eine Backpfeife und hat die Sache erledigt. Oder wurdest du schon mal von einem Leoparden angegriffen, Bruder? Ich hab noch nie einen gesehen. Der sagt Leopard. Der sagt so, als wäre das nichts. So, der Leopard, der Maniak, der mich angeht. Ich hab eine Nummer geklärt, ich wusste nicht, was deine Schwester ist, der greift mich einfach an, der Hund. Die legen sich abends ins Bett, der sagt so, Cousin, hast du den Leoparden heute schon gesehen? Sein Bruder fährt zur Arbeit, der sagt, ey, der nur Bob, der Leopard, Mann. Der sagt, auf der und der Avenue ist ein Leopard. Meide die Straße. Obwohl, GG, der hat nichts drauf. Ach, hallo Leopard, Wallah. Ey, ich feier das unglaublich, Bruder. Bruder, ich auch gerade, aber es ist heftig. Langer Zeit von einem Leoparden angegriffen. Sie gestalten ihre Pfeile mit einzigartigen Mustern. Wenn ein Pfeil verloren geht und gefunden wird, wissen sie so, wem er gehört. Der redet über Leopard, Bruder. Ich verfluch die Fliege hier die ganze Zeit. Wie schaffe ich meine Fliege zu fangen? Der sagt, ich fange einen Leopard. So ist auch erkennbar, wer getroffen hat. Auf ihren Bögen haben sie diese einzigartige... Ah, das ist krass, ne? Guck mal, der krasseste Jäger unter dem, gehe ich von aus, weiß nicht, das ist meine Theorie. Der krasseste Jäger von denen bekommt, dann genießt dann wohl einen gewissen Status im Stamm. Und damit die wissen, welcher Pfeil das Tier umgelegt hat, wird der Pfeil markiert. Guck mal. Muster aus Teilen der Tiere, die sie gejagt haben. Sie zeigen, wie talentiert und erfahren der Jäger ist. Außerdem verwenden sie Vogelfedern, um den Pfeil während des Fluges stabil zu halten. Um Pfeile herzustellen, nehmen sie zunächst ein Stück Holz und schnitzen es vorsichtig. Es muss so leicht und gerade wie möglich sein. Sie sind bei dem Prozess immer wachsam und benutzen ihre Zähne, um alle Unebenheiten zu korrigieren. Vor welchem Tier fürchtest du dich am meisten? Elefanten, Löwen und Leoparden. Elefanten haben riesige Rüssel. Sie können fast alles fangen und fressen. Sie fressen langsam, kommen ihnen niemals nahe. Du musst dich von ihnen fernhalten. Sie können dich angreifen und in zwei Teile teilen. Ja, das ist schwer, Cousin. Wie willst du sowas synchronisieren? Was denn synchronisieren, Bruder? Ja, wie willst du da... Was meinst du? Er redet ja. Ja. Yeah. Aber es gibt keinen Untertitel. Ach so, ja, Bruder, was soll man da schreiben, Bruder? Paviane. Ja, Pavian. Wir werden gehen und jagen. Wir gehen morgen auf eine Pavianjagd. Aber was für eine Sprache sprechen? Hat er am Anfang gesagt, Bruder. Er hat es ganz am Anfang gesagt, ich konnte es nicht behalten. Hey Chad, wisst ihr das? Was für eine Sprache ist das? Gibt es diese Sprache? Also was ist das? Wir nehmen dich dann zur Pavianjagd am Morgen mit. Wir versammeln uns vor dem Morgengrauen. Achso, ja, Entschuldigung. Sakuro schreit, um die anderen Jäger aufzuwecken. Bitte beachte, dass einige Szenen, die du gleich sehen wirst, manche Menschen verstörend wirken können. Wir bitten dich, die Kultur und Lebensweise der Hadza mit Respekt zu betrachten. Als alle bereit sind, beginnt unser Weg in die Wildnis. Sie teilen sich in verschiedene Gruppen auf. So haben sie die besten Chancen bei der Jagd. Der Stamm bereitet sich vor. Mal sehen, was passieren wird. Das Krasse ist aber, dass sie auch Hunde mit sich führen, ne? Ja, wollte ich auch gerade fragen. Das ist das Krasse, Bruder. Die führen einfach so Jagdhunde mit sich, Bruder. Jetzt kommt er wieder, heute ist er wieder zum ersten Mal in den Stream, ne? Er guckt mit uns die Deko und schreibt, aber warum integrieren wir die nicht? Das ist gefährlich. Bruder, flieg hin, Bruder, frag die doch mal. Schreib doch mal ganz nett so. Warum integriert ihr euch nicht? Geh mal hin, Bruder. Geh mal hin. Du hast einfach kurz Schattenboxen gemacht. Sind. Die Jäger tragen Messer, Bögen, mit Pfeilen mit und ohne Gift. Sakuro hat in diese Richtung gezeigt. Wir trennen uns jetzt. Schau dort. Also folgen wir dieser Gruppe. Ein Crewmitglied
folgt Sakuru und den Hunden. Während der Jagd teilen wir uns immer wieder in Gruppen auf. In diesem weiten Gelände sind die Hunde unsere Augen und Ohren. Sie verteilen sich und suchen weites Gebiet ab. Diese Strategie ermöglicht es sowohl den Hunden als auch uns, mehr Fläche abzudecken und uns... Okay, wir jagen gerade Paviane, ja? Wir suchen gerade, wir sind auch auf Pavian, ja, korrekt? Okay, jetzt ist die Frage, die Paviane, werden die auch gegessen? Oder wird nur das Fell genutzt für das, was sie für ihr alltägliches Leben, was sie brauchen, Decken? Fellmäntel-mäßig. Das ist so krass. Wallah, sollen wir mal dahin reisen? Bruder, bitte. Warum, nein, Bruder? Nein, Bruder, ich gehe da kaputt, Bruder. Wieso? Ja, Bruder, er denkt direkt, nein, ich bekomme Sonnenbrand und so. Ich brauche Sonnencreme. Ich brauche meine Pflege. Bruder, ich bin noch nicht bereit für ein Leopard. Ich brauche mein Parfüm. Ich bin noch nicht bereit für einen Leopard, Bruder. Komm, lass mal dahin gehen, Bruder. Bruder, wo ist das überhaupt? Das ist Kenia, oder? Irgendwo? Ich hab die. So ein Wichser. Ne? Dieser Finger wieder rausguckt hat, ey. Unsere Chancen zu erhöhen. Mein Freund, schau. Was erkennt der jetzt? Mein Freund, schau. Das ist ein Nix-Cousin, das ist ein Fußstapfen. Ja, das ist ein Fußstapfen-Cousin. Lass uns richtig gucken, Bruder. Das könnte eventuell vielleicht eine... Warte, eine Gazelle ist das nicht, Bruder. Warte, ich glaube, ich sehe sie jetzt. Warte. Eine Gazelle ist das nicht, Cousin. Bruder, ich weiß, was das ist. Was ist das? Das ist eine Tatze. Das ist ein Fuß von... Das ist eine Pfote. Eine Pfote ist das, Cousin. Das ist eine Pfote von einer Ente, Bruder. Eine Ente hat keine Pfote. Das ist eine Pfote, Cousin. Das ist eine Tatze, Bruder. Das ist gar nichts. Drück weiter, der verarscht. Er nimmt uns auseinander. Nein, guck mal, weil du fokussierst dich... Anik. Hast du sie? Nein. Du fokussierst dich nur hier. Aber guck mal, ich habe schon den hier gesehen. Okay, das ist ein Vierbeiner, Bruder. Es ist ein Tier, was auf vier Beinen läuft. Okay? Es kommt hin. Das und das kommt hin, Cousin. Das heißt, es ist ein Vierbeiner. Heute ist das Wetter gut. Nicht heiß. Ich wünschte, es könnte jeden Tag so sein. Mal sehen, was wir finden werden. Sie nutzen diesen schlammigen Teich. Zuerst pusten sie und dann trinken sie. Ihr Immunsystem ist stark genug, um mit den Parasiten fertig zu werden. Das Wasser ist kalt. Es ist ihnen egal, ob es sauber ist oder nicht. Krass Leben. Oder würdest du? Immunsystem ist so stark, das tötet die Parasiten im Wasser. Aber würdest du das dann machen, so trinken wir das jetzt auch? Ich würde krank werden. Ich würde bestimmt nichts kriegen. Fieber, Grippe, irgendwas. Ich würde krank werden. Mein Immunsystem wird da richtig damaged, Bro. Egal, wer von uns, der hier lebt, das trinkt, kackt ab danach. Wir könnten das nicht trinken, Bruder. Unser Immunsystem ist... Auf gar keinen Fall, Bruder. Die hat keine Antikörper dafür. Krass, Bruder. Aber würdest du? Was? Gehen wir mal jetzt davon aus, ja, Gott bewahre, aber du steigst jetzt in das Flugzeug nach Türkei, das stürzt ab und du landest irgendwo auf einer einsamen, verlassenen Insel. Alleine auf dieser Insel. Jetzt ist die Frage, Cousin. Würdest du von so einem Teich trinken, um zu überleben? Natürlich. Würdest du das in Kauf nehmen, dass du Schüttelfrost bekommst, Fieber, Durchfall, Kotzen? Oder ohne zu überlegen. Wenn ich weiß, dass ich weiterleben werde, auf jeden Fall. Echt? Ja. Ah, du hast noch nie nichts geguckt, ne? Was? Bear Grylls, Überlebenskünstler. Nein, Bruder. Echt nicht? Ich würde das anders machen, Bruder. Wie würdest du es denn machen? Soll ich sagen, wie ich es machen würde? Ja. Damit ich daraus lerne. Ich sag dir ganz genau. Ich sag dir, wie ich es machen würde. Pass auf. Ich suche eine Folie. Ich würde eine Folie suchen. Man findet die immer. Man findet Fischernetze. Man findet Fischehaken, man findet etliche Dinge so von der Küste, von dem Strand. Ich würde eine Folie suchen. Wenn ich keine Folie hätte, würde ich etwas nehmen, was eine Alternative wäre zu der Folie. Dann würde ich ein
Loch ausgraben. Okay? So armtief. Dann würde ich diese Folie in dieses Loch tun. Okay? So topfmäßig. Ja, ungefähr. Und dann würde ich eine andere Folie über dieses Loch tun. Und dann befestigen mit Steinen. Und ich würde auf die Folie, die oben liegt, würde ich drauf pinkeln. Ja, Bruder. Dann scheint die Sonne darauf. Das Wasser verdunstet. Zieht nach unten. Wie nennt man das? Destillierung? Destilliertes Wasser, Cousin. Mäßig. Und dann kann man das trinken? Ich hab's bei Bear Grylls gesehen, Bruder. Wieso hat mir das mein Physiklehrer nicht gezeigt? Der ist ein Hund, der will nicht, dass du überlebst. Der will nicht, dass du überlebst. Aber warte. Ja, das Wasser verdunstet. Das ist Dunstungswasser. Dingster-Bumster-Wasser. Nachdem du aber diese Theorie weißt oder dir erzählt hast, ja. Ich würde da mit dir hingehen. Weil ich weiß jetzt, ich komme. Ja, aber Bruder, du kannst ja nicht überall Löcher graben, Bruder, überall reinpinkeln, Bruder. Das funktioniert so nicht. Du musst ja auch überleben, Bruder. Cousin ist der mehr Mann als wir. Auf gar keinen Fall. Bruder, bitte, Wallah. Der hat richtig Angst vor dem, was er gerade sieht. Ich will das richtig feiern. Wallah, ich sag, gib mal her diese Eichhörnchen, mach mal drei Dinger um. Mach mal eine ganze Eichhörnchen-Familie um mein Gürtel, ja, Team. Ich will Fotos machen, ich schwör auf Koran. Du machst Instagram-Fotos. Wallah, al-Azim, Bruder. Das mit meinen Cousins. Ich würde so 10 Eichhörnchen machen um meinen Gürtel, dann würde ich Foto machen, dann würde ich diese eine Eichhörnchen von SpongeBob markieren. Wie heißt die? Sandy. @Sandy, so auf die Markierung, Cousin. Jeder Pfeil ist sehr wertvoll für diese Menschen, da es sehr viel Zeit kostet, einen herzustellen. Die Hunde führen Sakoro zu der Stelle. Er füllt die Öffnungen mit Gras auf, um das Tier... Hast du es gesehen? Guck mal den Hund jetzt. Jetzt. Geh beiseite, hast du es gesehen? Er füllt die Öffnungen mit Gras auf, um das Tier daran zu hindern, zu entkommen. Warum hast du es nicht erwischt? Der Mungo kreischt beim Fangen viel. Es gibt viele... Hängt er wieder an das Gesicht. Ich hab geachtet. Guck jetzt. Warum hast du es nicht erwischt? Der Mungo kreischt beim Fangen viel. Jetzt. Es gibt viel Wasser in dem Fluss unten. Der Barei-Fluss. Mann, den Fluss kann man nicht überqueren. Wir ändern unsere Route, weil wir den Fluss nicht überqueren können. Was sie da endlich anhaben. Ist es Zeit für eine Pause. Es ist 4 Stunden her, dass wir losgelaufen sind. Schau dir diesen Baum an. Diese Dinger erwischen uns immer. Sie sind scharf und zerreißen unsere Kleidung. Man nennt sie Akazien. Sakoro bewacht die anderen Jäger unten. Die Hunde haben diesen Klippschliefer gefangen, aber sie haben die Hälfte gefressen. Jetzt rutscht Sakoro... Voll die Hunde, ne? Was für Hunde, ne, Wallah. Richtige Hundemove, Alter. Auch Hunger. Wallah. Richtige Hundemove. Du nimmst sie mit, Bruder, die fressen die Hälfte von deiner Beute. Was für Hunde. Sakoro durch die Felsen, um sich bergab zu bewegen. Wir haben keine Lilität gezeigt. Dornen stechen ihm in die Beine. Er schneidet die Äste ab, um sich den Weg frei zu machen. Währenddessen schiebt der Junge seinen Körper in den Spalt zwischen den Felsen. Er verschwindet komplett. Der Junge, der in diesen Felsen hineingegangen ist, umrundet das Gebiet von einer Seite zur anderen. Er und die Hunde suchen auf kleinen Raum nach ihrer Beute. Sie haben einen weiteren Klippschliefer unter diesem Felsen abgeschossen. Vorsicht! Da lief was. Sie haben dort noch etwas gesehen. An der Reihe nun die Hunde. Es ist ein großer Klippschliefer. Sie versuchen, ihn herauszuziehen. Wo hast du einen Klippschliefer gesehen? Keine Ahnung, Bruder. Like ein Tier, was auf Klippen schläft. Klippschliefer. Keine Ahnung, Bruder. Er ist eine Mahlzeit, ich weiß, bereit, was eine Hund und eine Katze aber noch unerreichbar.
Hier ist er, mein Freund. Das Tier lebt noch. Er sucht einen Weg, es zu töten. Was für ein grausamer Weg zu sterben. Dein guter Tod. Er ist schon tot. Der Klippenschliefer. Hey, Bruder. Kollektion ist fertig. Was für ein grausamer Weg zu sterben. Dein guter Tod. Er ist schon tot. Der Klippenschliefer. Da drüben. Ich habe ihn schon getroffen. Wir müssen ihn rausholen. Siehst du die Augen? Klippschläfer kreischen immer so. Aber das ist uns egal. Es ist nur Essen. Benutze den. Kann jemand das Video an militante Veganerin schicken? Stein. Oha, Bruder. Klippschläfer kreischen immer so. Aber das ist uns egal. Es ist nur Essen. Benutze den Stein. Die Hunde versuchen ihn zu schnappen. Dies ist der dritte Klippschläfer. Trag gleich diese 10 Stück um sich herum, wie du gesagt hast. In nur 50 Jahren verloren die Hadza 90% ihres Landes an benachbarte Stämme, die Bäume fällten und Wildtiere für Getreide und Vieh vertrieb. Früher haben sie überall hier gelebt. Ich meine, in diesem ganzen Bereich. Der Rückgang der Tierpopulation hat die Jagd und das Überleben für sie erschwert. Ihre Lebensweise ist in Gefahr. Schaut her, er macht ein Feuer in unter einer Minute mit einem Pfeil, den könntest er dazwischen seinen Händen Feuer machen? Jetzt machen sie eine Pause, um eine Pflanze zu konsumieren, welche ihre Sehkraft fürs Jagen verbessern soll. Es gab eine Zeit, in der wir viele Pavian auf die... Es gibt eine Pflanze, die die rauchen kann, damit die besser sehen. Boah, ich bin gerade schockiert, dass ich den Kuschel. Es gibt einfach eine Pflanze, die die rauchen, damit die besser sehen. Ist das wissenschaftlich bestätigt? Diesem Berg jagten. Wir jagten sie hinunter zum Berg. Die Hunde jagten sie wie verrückt. Wir haben zwei von ihnen gefangen. Die anderen gingen auf die andere Seite. Diese Pavian-Truppe war sehr aggressiv. Das Gehen in diesem Gelände ist eine Herausforderung. Ich bin wieder stecken geblieben. Bro, wie kann das sein, dass der stecken bleibt und die Leute einfach so ganz normal laufen und dir passiert nichts? Boah, das macht er nur für seinen scheiß Content. Uhrzeigersinn. Lege es auf die andere Seite. So. Er läuft extra so dagegen die ganze Zeit. Siehst du nicht? In die andere Richtung? Ja. Ups. Der Junge sucht nach einem Mungo. Er schaut in jedes Loch, das er erreichen kann. Er versteckt sich genau dort. Aber er lebt noch. Es beißt. Sei vorsichtig. Er hat scharfe Zähne. Du dachtest, ich könnte dich nicht erwischen? Jetzt schaust du, was? Hau dir einfach auf den Kopf, oder? Hast du gedacht? Du kannst dich verarschen, ne? Der hat einfach eine gegeben, Alter, ganz kurz nur. Okay. Kurz Erziehungsmaßnahmen gezeigt. Aber jetzt guck mal, jetzt kommt einfach wieder. Benutzt den Stein. Wie du schlägst, ist lustig. Verurteilt sie nicht. Das ist ihre Art zu leben. So haben auch unsere Vorfahren überlebt. Wo sind die Bienen? Sie sind auf einem Baum. Wir wurden gestochen. Geht nicht dadurch. Ich habe euch gesagt, dass ihr da nicht lang sollt. Aber ihr habt nicht zugehört. Diese Bienen sind verrückt. Leg dich nicht mit ihnen an. Wenn ich gestochen werde, schwillt bei mir nichts. Aber wenn du gestochen wirst, schwillt deine Haut an. Wir sind 36.000 Schritte in nur 7 Stunden gegangen, während wir Tiere verfolgt haben. So viel ist noch nie in sein Leben gelaufen. Guck mal, der ist noch nicht so viel gelaufen. Die haben sein Leben gefickt.
Die haben sein Leben gebumst. Guck mal, der ist noch nie so viel gelaufen. Nicht mal die Hälfte bis dahin, Bruder. Wer sich fragt, wie Klippschlieferfleisch schmeckt, naja, ehrlich gesagt ziemlich gummiartig. Boah, der denkt jetzt, ich krieg Adana irgendwas, Bruder. Der denkt, er ist gerade Pilzsucher, Bruder. Boah, naja, Salame. Könntest du das essen? Klar. Ja, Bruder, ich gar nicht. Natürlich, Bruder. Also, ich sag dir ehrlich, ich würde dann lieber, glaube ich, verhungern, Bruder. Guck mal, Bruder. Hier in der Sache. Ja, Bruder, ist was anderes, aber. Es geht nicht darum, ob es schmeckt oder nicht schmeckt und was für ein Tier das ist. Hier in der Sache, Bruder, ist ein Zeichen des Respekts. Gegenüber denen, das ist klar, aber. Gegenüber dem Stamm, Bruder. Die haben sich Mühe gegeben, die haben gejagt, die geben dir was von dem Fleisch, Bruder. Du hast zu essen. Du musst essen. Es geht hier um Respekt, Bruder. Boah, ich glaube, ich würde es abbeißen, aber ich würde es, glaube ich, den ganzen Tag in meinem Mund lassen, Bruder. Ich kann sowas, glaube ich, niemals essen. Ich glaube, ich würde dann lieber verhungern, Bruder. Oder Blätter oder so irgendwas essen, dort irgendwo versteckt, so kurz. Aber das Fleisch kannst du essen? Ich würde essen, Bruder. Kannst du alles essen, einfach alles? Nein. Nein. Es gibt, zum Beispiel, ich esse auch, Bruder, ich esse ja auch Schafskopf, ich esse Zunge, ich esse Leber, Niere. Gazi 4-7. Gazi ist das rechte Ei, danke schon dafür, Cousin. Ich küsse deine Augen. Man kommt, ich esse sowas, ich esse Innereien. Ich esse Innereien. Wo ich raus bin, ist der Magenbeutel. Ist ja auch eine Delikatesse, Bruder. Ja, bei uns, bei Türken, Kurden, Arabern gibt es auch. Isst du gerne Kokoreç? Das ist das auch, Kokoreç, Bruder. Kokoreç ist Darm. Bei uns heißt es Masarin. Bruder, ich liebe das. Boah, brutal, Bruder. Aber das muss ordentlich gemacht werden. Also mit richtiger Gewürzung, Bruder. Richtig Gewürze, ja. Bruder. Es muss ordentlich schön gemacht werden. Ja, es schön muss ordentlich, Zwiebel da rein. Ordentlich gemacht werden. Ja. Aber es gibt den Magenbeutel. Da ist die ganze drinne, Bruder, ja. Und die holen das raus, holen dann die Fäkalien raus. Machen das sauber. Dann füllen die das mit Reis, dann nähen die das zu, machen daraus kleine Dings, weißt du, so kleine Vierecke und dann schneidest wie du das. Wie so Dolma dann so gewesen. Was so Dolma? So eine dünne Haut einfach mit Reis drin. Ha, so. Aber Bruder, wenn man das macht, boah, die ganze Wohnung riecht nach Bauernhof. Wallah. Und bei mir ist das Problem, was heißt Problem? Es gab mal jemanden, wir haben ja früher ein Restaurant gehabt, und es gab jemanden, der hat bei uns ein Schaf bestellt, zwei Schafe, die sollten geschlachtet werden. Der wollte aber auch die Innereien nutzen. Und dann haben wir das verarbeitet. Wir sind dann rausgefahren mit dem Koch und mit noch jemanden sind wir rausgefahren zu einer Metzgerei. Der macht sowas privat. Und hat er das gemacht, Bruder. Und als Kind habe ich das gesehen, wie der das macht. Alles war okay. Das, die Dings, Bruder, ne, das halale Schlachten, Bruder. Wie nennt man das auf Deutsch? Wie nennt man das auf Deutsch, Lo? Weiß aber, was? Die Art, wie man halal schlachtet, auch im Deutschen. Nicht Schaben, ja, Salam, er sagt Schaben. Schächten. Also alles, ich war mit allen cool, Bruder, aber als ich gesehen habe, dass sie dann, als sie das dann rausgeholt haben, diese Magenbeutel, und ich gesehen habe, was da drin ist, war für dich vorbei. Da war Feierabend, Bruder, aber da ist nie wieder, lieber sterbe ich. Kennst du Schirdan? Ne, was ist das? Kennst du das nicht? Das kommt aus Adana. Kann der singen? Ich will das auch. Kennst du Schirdan? Nein, was ist Schirdan? Musst du mal googeln, oder Schirdan, wie das aussieht. Und ich will nur wissen, ob du das essen willst, so wie es da aussieht. Okay, aber was ist das, was zu essen, ja? Ja, auch was zu essen. Von welchem Teil vom Tier? Boah, Bruder, gar keine Ahnung, Bruder, aber es sieht so komisch aus, aber ich will das unbedingt mal essen. Würdest du Hoden essen? Boah, ich weiß nicht. Also Tierhoden, Lammhoden? Ja, nein, ich glaube nicht. Also weil ich daran denken muss, das ist ein Hoden, das will ich nicht essen. Hast du schon mal Hoden gegessen? Ja. Schmeckt's? Lammhoden? Ja. Ja, aber sowas gibt's nicht hier bei uns in Deutschland, oder? Hoden. Komm, ich fahr mit jedem ins Restaurant, der macht dir das. Wallah, na, um 2 Uhr, ist es zu spät. Krass, ne? Bruder, hast du mit dem Fuß hier das Feld? Ha? Hast du wieder mit seinem Fuß hier das Feld? Mit Füßen, Bruder. Bruder, die krass. Nutzen auf jeden Fall jedes Körperteil. Werden sie in den Bergen finden. Jeder Hadza-Stamm besteht aus etwa 30 Personen und die durchschnittliche Lebenserwartung beträgt etwa 32.
Honig ist ihr flüssiges Gold, vollgepackt mit Energie und lebenswichtigen Nährstoffen, die sie im Leben erhalten. Ist es ihr am häufigsten konsumiertes Lebensmittel? Wir befinden uns in der Nähe eines Baobab-Baumes. Da oben ist ein Loch im Baum. Dort ist der Honig. Sie schneiden ein Stück Holz zurecht, das sie am Baum befestigen. Sie benutzen es als Leiter, um nach oben zu klettern. Hier sind so Tausende von Bienen in diesem Baum. Ein anderer Jäger macht ein Feuer und stellt daraus einen Räucherstab her. Er prüft, ob diese Stöcke stark genug sind, um einen Menschenkörper zu tragen. Krank. Boah, was ist das hier? Ich fick mein Leben. In der ganzen Zeit, wo ich auf dieser Erde lebe, Bruder, habe ich es nie auf die Reihe gekriegt, ein Baumhaus zu bauen. Kennst du das, wenn man als Kinder sagt, wir bauen ein Baumhaus? Ja, ja. Ich habe das nie auf die Reihe gekriegt, Bruder. Die bauen einfach Treppen auf einem Baum. War schon heftig, Bruder. Und jeder Handgriff sitzt, ne? Boah, guck dir mal an, wie der da hochkommt, Mann. Nun legt er den Räucherstab in den Bienenstock, um die Bienen für kurze Zeit zu beruhigen. Das laute Summen kommt von Tausenden von Bienen. Er wird immer noch gestochen, aber er erträgt die Schmerzen, um an den Honig zu gelangen. Er muss sich beeilen, denn die Bienen werden aus dem Stock kommen und wir wollen sie nicht an uns ranlassen. Der greift da einfach ran. Oder wer weiß, wie oft er gerade gestochen wird, gell? Ja, jedes A ist ein Stich. Krass, immer noch nicht krass. Viel Honig. Diese Saison ist nicht gut. Wir sollten noch etwas warten. Es ist sehr wenig Honig drin. Es ist hauptsächlich Wachs. Und es sind einige Larven drin. Ich zeige es euch. Für die Hatza ist Honig nicht nur Nahrung, sondern auch Währung. Sie tauschen es gegen scharfe Metallwerkzeuge, Glasperlen, Schuhe und Maisstärke ein. Sie nutzen kein Geld oder ein entwickeltes numerisches System zum Zählen. In Hatzane sind 1 und 2 die einzigen Zahlen. Auch heute noch behalten sie die Zeit nicht im Auge. Uhren und Kalender gibt es hier nicht. Sie haben keine Ereignisse wie Geburtstage oder Feiertage. Weiß er, wie alt er ist? Ich weiß es nicht. Es spielt keine Rolle. Heutzutage haben einige von ihnen die Amtssprache Tansanias gelernt und nutzen Zahlen, aber die meisten können immer noch nicht bis 10 zählen. Beschäftigt mit ihren täglichen Aufgaben halten sie immer noch die Augen offen und nutzen jede Gelegenheit, um etwas zu finden, das sie heute essen können. Doch nicht. Nach mehreren erfolglosen Versuchen findet er auf dem Rückweg zum Camp eine große Schnecke. Das ist eine Schnecke. Wir, die Hatza, essen auch so etwas hier. Hä? Isst du Schnecken? Nein, Bruder. Also ich esse sehr gerne Garnelen und so, aber keine Schnecken. Gardinen? Garnelen. Wie heißen die? Garnelen. Kennst du sowas? Garnelen. Alleine. Garnelen. Garnelen nenne ich alleine. So Schnecke wie geht's. Du hebst die so auf. Oh, Schnecke, Vegas, gib mal deine Nummer gegen Kummer. Heute habe ich Hunger. Geil, Alter. Isst du Schnecken? Hä? Aber du isst irgendwie alles, gell? Ja, bei Schnecken weiß ich nicht, Bruder. Alter. Wann kommst du in eine Situation, wo du eine Schnecke isst? Boah, kam noch nie eigentlich. Ja, so, weißt du, was ich meine? Ich meine, du läufst ja nicht am Wald und sagst, oh, Schuh, Schnecke, wie geht's? So, hey, komm mal her. Kannst du auch Kaugummi essen, weißt du, was ich meine? Rufst du an, so, heute gibt's aus. Aber Schnecken. Ich weiß nicht, es gibt jemanden, den ich kenne in meinem Umfeld, der geht auf den Markt, Bruder, kauft sich Schnecken. Voila. Dann werden die erstmal gekocht, Alter, richtig gekocht, und dann wird eine Soße reingeknallt, und dann schlürft er die aus mit Pasta. Boah, Bruder. Also, ich hab schon mitbekommen. Aber ich muss eins sagen, gell, diese Mütze sieht schon baba aus bei dir. Bei mir, ne? Ja, ich weiß, Cousin. Das ist eine Mütze vom früheren Leben. Ja, wir kochen sie einfach auf dem Feuer und... Jo! Vegas! Warum? Ja, aber ich bin doch schon wieder drinne. Ich bin doch schon wieder drinne gerade. Ja? Ja. Vorhin habe ich nichts gesehen.
Schau mal rein, guck dir mal die Kamera an, Habibi, wallah. Ja, schön. Ja, ich komme jetzt, yallah. Ja, ciao. Essen Sie dann einfach. Siehst du diese Berge? Man sagt, dass es dort drüben viele Hyänen gibt. Ach so. Junge Leute mögen den Geschmack von Schnecken nicht besonders, bieten sie den Älteren an. In der Vergangenheit, wenn ein Stammesmitglied alt wurde, jagten die Jungen ein großes Tier für sie und boten dessen Fleisch als letztes Festmahl an. Danach ließen sie die Ältesten bis zu ihrem Ende verhungern. Heute teilen sie ihre Jagd mit ihnen. Dieser Zweig gehört zum Wüstenrosenbaum, der für die Hadza-Jäger die entscheidende Zutat bei der Jagd auf große Tiere darstellt. Gift, mein Freund, Gift! Sie schneiden den Ast erst in mehrere kleine Stücke und geben alle in eine Pfanne. Die Stücke werden mit kaltem Wasser übergossen und die Mischung zum Kochen gebracht. Er gibt Blätter dazu, um den Schaum von der Oberfläche abzuschöpfen. Nachdem sie die Stücke entfernt haben, lassen sie die Mischung köcheln, bis sie eindickt. Mit einem letzten Rühren überträgt er die Essenz auf einen Stein und fügt einen Spritzer Wasser zu. Zum Schluss gibt er etwas Asche hinzu, vermischt alles, indem er es mit einem Stein zerdrückt. Das Ergebnis: eine schwarze, giftige Paste. Er bestreicht vorsichtig die Pfeilspitze damit. Jetzt ist der Pfeil einsatzbereit. Das sieht aus wie Pisa-Manachel. Aber schon heftig, was sie alles machen. Boah, das ist ja besser als das Outlast, gell? Boah, den hat ihn getroffen, Walla. Nein, der hat mich so getroffen. Nah, der hat ihn getroffen. So fern, er verfehlt ihn. Was? Der hat mich getroffen, der ist so weg. Bruder, ich schwöre, der hat ihn getroffen, Bruder. Aber der durchflügelt durch, glaube ich. Guck mal. Ah, so nah und doch so fern. Hier. Oh, der pfeift zurück, Bruder. Ja, ja, das ist, die haben doch die Dings angenommen, Bruder. Die ungefähren Töne, was die Tiere machen. Guck mal hier. Guck mal. Wie, der hat den nicht getroffen, Bruder? Ich schwöre, du hast doch gehört. Ja, aber wo? Hier. Hier, hier, hier. Musst du gucken, hier links musst du gucken. Du musst aber auch stoppen. Versuch mal zu stoppen. Hier. Hier ist der Vogel. Seht ihr den Vogel? Ja. Da ist der Vogel. Hier ist der Vogel. Hier ist der Speer. Ja, ich hab's. Hier ist der Speer, hier ist der Vogel. Er hat den getroffen, Bruder! Ja, ich glaube, der hat den Ast da drunter getroffen, Bruder. Ja. Obwohl er drauf war. Fick den Ast. So nah und doch so fern, er verfehlt ihn. Guck mal. Ein Monat dort leben für 1 Million. Ich flieg morgen hin. Boah. Er ist umgefallen. Aber beim dritten Versuch traf er einen. Bruder, bitte, was für einen Aim hat der? Guck mal. Guck mal, wo der ist! Guck mal, wo der sitzt! Er ist umgefallen. Aber beim dritten Versuch traf er einen. Direkt aus dem Himmel. Das Ding ist, das Ding fliegt auch noch ab. Hast du gesehen? Der ist abgeflogen. Er hat so einen Bogen gemacht. Der ist einfach so gegangen, auf einmal so. Der ist so gegangen. Kein. Das ist krass. Oder wenn du den jetzt zum Beispiel aus Spaß diesen Jungen beleidigst und wegkriegen musst, der wird dich aufs Ende geben, gell? Von 80 Metern. Wir haben eine Taube gefangen. Was? Ihr wisst doch, Sonderschule. Was ist mit diesem Hund passiert? Er hat viele Kratzer. Paviane haben unseren Hunden diese Wunden zugefügt. Ein Babuun. Ja, sie haben gebissen. Yeah. Da der Regen aufgehört hat, kommen die Tiere aus ihren Unterschlüpfen, kriechen heraus. Und die Hadza sind natürlich bereit, sie abzuschießen. Aber das ist nicht alles, Cousin. Die können nicht den ganzen Tag Beutetiere irgendwie versuchen zu fahren. Wir brauchen richtige Dings, wir brauchen einen richtigen Jackpot, ein Wildschwein. Ich weiß nicht, Alter. Ich glaube, das kommt noch am Ende gleich, dass sie nochmal was Krasses fangen. Weil das ist jetzt, glaube ich, alles so ein Nachtisch erstmal. Vorspeise. Getroffen. Er hat ihn. Oder Vorspeise. Ein sehr schöner Vogel. Ich muss gerade danken, wie dieser Vogel guckt, Bruder. Guck mal. Ja, der ist am Arsch, Bruder. Natürlich ist er am Arsch, Bruder. Der ist tot. Jetzt tut's dir leid, gell? Nein, nein, es geht ums Überleben, Bruder. Ganz, egal, was ich sehe, es geht hier ums Überleben. Aber die haben ja gar keine Gnade, Bruder. Die holen ja alles, Bruder. Sogar Schneck holen die. Ja, Bruder, die müssen überleben, Bruder. Da gibt's keinen Ofen an der Seite. Hol einmal so einen Wildschwein, frisst den auf und dann bist du auch satt den ganzen Tag.
Mein Freund, siehst du diese Pflanze? Fass sie nicht an. Du wirst dich tagelang jucken. Ich habe sie einmal aus Versehen berührt. Es juckt wie verrückt. Die Hunde scheinen sich so sicher zu sein. Da ist auf jeden Fall was dran. Walla. Und ich sage dir Walla, Cousin. Spaß beiseite. Ich glaube, ich wäre ein extrem krasser Bogenschütze. Weißt du warum? Ich habe nicht nur wunderschöne Augen mit einer sehr schönen Augenfarbe. Mashallah. Duqwal Khashab. Mashallah, mashallah. Ich habe auch sehr starke Augen, ne? Also ich sehe sehr gut. Bruder, wir können gerne daraus einen Vlog drehen, Bruder. Wir gehen Bogenschießen mit dir. Sollen wir gehen? Komm, wir gehen. Ey, habt ihr Bock darauf, Alter? Gazi 4-7, Bogenschießen? Gazi 4-7, heute nicht wir liegen, sondern machen Bogenschießen, ihr wisst. Also, kennst du das, wenn du eine Sache noch nie gemacht hast, aber du bist überzeugt von dir selbst, dass du weißt, dass du selber richtig krass könntest? Oder wir gehen Bogenschießen.